Bürgermeister der Stadt Plittenberg. Von bösen Zungen wird behauptet, die Innenstadt sei ein einziger Gemüsegarten, der jedes Jahr zweimal umgegraben wird. Tatsächlich wurden in den letzten 30 Jahren umfangreiche und kostspielige Projekte in Angriff genommen, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Können Sie uns dazu etwas sagen? Sehr gerne, Herr Hals. Es ist richtig, dass wir in den letzten Jahren umfangreiche Baumaßnahmen in der Innenstadt durchgeführt haben. Wir haben Verkehrsflächen saniert, Betriebe ausgesiedelt. Wir haben also unsere Innenstadt urbarer gestaltet. Viele Beteiligte und auch Fremde bestätigen uns immer wieder, dass unsere Fußgängerzone, dass unsere Innenstadt sehr schön geworden ist. Wird der verkehrsberuhigte Bereich Maiplatz, Grüne Straße und zentraler Omnibusbahnhof den derzeitigen Anforderungen gerecht oder muss hier noch etwas getan werden? Ich glaube, er heißt, dass dort etwas noch geschehen muss, und zwar im Bewusstsein der Bürger. Der Maiplatz ist schön geworden, wird auch von vielen so bestätigt. Aber das Verhalten einiger Autofahrer muss noch verbessert werden. Ich meine, wir müssten uns Zeit nehmen, dass die Leute Gelegenheit haben, sich mit den Verhältnissen vertraut zu machen. Nach meinen Erkenntnissen, was ich erlebe, ist es in den letzten Wochen schon besser geworden. Herr Kleben, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne. Herr Lange, Sie sind Fahrlehrer. Welche Bedeutung hat das Verkehrszeichen verkehrsberuhigte Zone für den einzelnen Verkehrsteilnehmer? Fußgänger, ja, wie Radfahrer? Grundsätzlich folgendes: Das Zeichen 325 verkehrsberuhigte Bereiche verpflichtet den Kraftfahrzeugführer zu Schrittgeschwindigkeit, das heißt also so circa 5 bis 7 Kilometer pro Stunde. Fußgänger dürfen dagegen die Straße in ihrer gesamten Breite benutzen, das heißt also nicht nur Bürgersteige, sondern alles, was da so ist. Und die Fußgänger sind an sich diejenigen, denen der Bereich zusteht. Der Kraftfahrer muss auf die Fußgänger besondere Rücksicht nehmen, nötigenfalls warten. Weiter geht es dann. Schrittgeschwindigkeit haben wir schon gesagt. Und Fußgänger dürfen weder behindert noch belästigt werden, noch gefährdet werden. Wie gesagt, der Fußgänger ist die wichtigste Persönlichkeit. Die Fußgänger dürfen natürlich den Kraftfahrzeugverkehr auch nicht behindern, nicht unnötig behindern, das ist ganz klar. Im verkehrsberuhigten Bereich sind Kinderspiele ausdrücklich erlaubt, sodass also für den Autofahrer da eine ganz besondere Pflicht besteht, auf die Fußgänger und auf die Kinder besondere Rücksicht zu nehmen. Weiter, das Parken ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen erlaubt. Da kann man also das Fahrzeug nicht überall hinstellen, wo man will, sondern nur auf den vorgesehenen Bereichen. Und Ein- und Aussteigen und Be- und Entladen, das darf man natürlich überall, wenn der fließende Verkehr nicht behindert wird. Sind Sie der Ansicht, dass sich hier alle Verkehrsteilnehmer verkehrsgerecht verhalten? Bei welcher Gruppe sind die meisten Übertretungen zu beobachten? Ja, die Fußgänger können ja im Prinzip nichts falsch machen. Denen steht ja nun mal der Bereich zu. Und die Fahrzeugführer, egal Radfahrer bis Busfahrer und Lkw-Fahrer, müssen sich nun mal vorsichtig gegenüber den Fußgängern verhalten. Leider wird das sehr, sehr oft missbraucht und auch falsch gemacht, aber ich nehme an, das ist mehr die Unaufgeklärtheit der Leute, dass sie also gar nicht genau wissen, dass sie an sich die Untergeordneten in diesem Falle sind. Sie fühlen sich aufgrund ihres Fahrzeugs leider immer in der stärkeren Position, und das soll ja an sich nicht der Sinn der Sache sein, sondern der Schwächere, der Fußgänger, der soll derjenige sein, der geschützt wird in diesem Bereich, derjenige, der also auf den besondere Rücksicht genommen werden muss. Ja, wie gefällt Ihnen das hier? Fußgängerzone. Wie gefällt uns das? Ja, haben Sie keine Meinung? Ich habe schon anderes gesehen. Ja, ja. Was am hässlichsten ist der Brunnen. Am hässlichsten ist der Brunnen. Ja. Ja. Wird hier zu schnell gefahren oder ist zu viel Verkehr? Was haben Sie für einen Eindruck? Ja, mit dem Bus ist es ganz gut. Ja, ja. Zu viel Omnibus hier drin, ja. Ja, schönen Dank für Ihre Meinung. Entschuldigung, darf ich Sie mal ansprechen? Ich würde Sie mal fragen, wie gefällt Ihnen die Fußgängerzone in Plettenberg? Gefällt Ihnen das? Das wäre eine verkehrsberuhigte Zone, ne? Ja, ja. Ist es, ne? Ja. Ja. Das ist aber nicht. Es wird noch zu viel Verkehr hier drin, ja? Deshalb viel zu viel Verkehr. Ja. Und das ist ja auch viel zu eng gemacht worden. Ja. Die Busse kommen ja kaum durch. Da stehen Autos, hier stehen. Das ist. Ja, ich will Sie nicht länger aufhören. Ich brauche Ihre Meinung. Darf ich Sie mal ansprechen? Sie sind Taxifahrer. Was haben Sie von der verkehrsberuhigten Zone? Ach ja, kann ich nicht drüber klagen. Ich fahre so langsam, dass ich keinen Hund fahre. Ja, darf ich Sie mal nach Ihrer Meinung fragen?
Was halten Sie vom zentralen Omnibusbahnhof hier? Ist das in Ordnung? Ja. Fußgängerzone, ja? Kommen Sie zurecht damit? Prima, ja. Prima. Es kann ruhig so bleiben. Ja. Was meinen Sie von der Fahrgeschwindigkeit? Hier, wie schnell hier gefahren wird? Ach ja. Kritisch war der Messer, der Messer war. Der Messer, der muss man echt so umfahren. Das ist ja Quatsch. Ja. Der Schimpf. Der Umlauf. Das ist ja so lange im Ruhestehen. Aber Sie kommen zurecht als Fußgänger, ja? Ja, kommt zurecht. Ja? Ihr kommt zurecht. Ich habe auch eine Frage. Du bist ja auch der Plettenberger. Ja. Was hältst du von der verkehrsberuhigten Zone hier? Ja, was halte ich davon? Ist das gut? Ist das in Ordnung? Ich finde es ganz schön, nur man muss eben etwas zu vorsichtig sein. Ne? Ja. Ja. Ist das so in Ordnung oder ist noch zu viel Verkehr drin? Was meinst du? Wird zu schnell gefahren? Zum Teil wird zu schnell gefahren. Ja. Ja, schönen Dank für deine Meinung. Bitte sehr. Es kann möglich sein, dass verwendet wird. Herr Daui, darf ich Sie mal fragen, was halten Sie von der verkehrsberuhigten Zone? Ja, die verkehrsberuhigte Zone in dem Sinne ist ja gut. Nur von der beruhigten Zone hat man nicht viel. Da kann man nicht von sehen, ne? Nicht viel von sehen, nein. Ja. Wie ist es mit Ihrem Geschäft? Haben die Vor- oder Nachteile? Nein, ich möchte sagen, seitdem der Maiplatz ausgebaut worden ist, haben wir ganz bestimmt. Ja. Und mit dem Verkehr, es gibt manche Stunden, wo es ruhig ist. Ja. Vor allen Dingen, was schon nach meiner Meinung am meisten zu schaffen macht, das sind Damen die Jungen. Ja, ja. Wenn Sie etwas zu sagen hätten hier, würden Sie etwas ändern und was würden Sie ändern? Ja, was würde ich ändern? Ich würde die Linienbusse würde ich vorbeifahren lassen und die Autos hier am Maiplatz umkehren lassen. Ja. Sind Sie der Meinung, dass hier zu schnell gefahren wird? Das ja. Das welche, ohne weiter. Ja, welche Fahrzeuge fahren? Welche Fahrzeuge? Im Grunde genommen, das ganze Verkehr fährt. Ja? Ja. Wenn man sieht, auch hier zum Beispiel in Ankunftstadt hat keine Fritzweise. Ja. Alle gehen zum Übrigen. Und die Fußgänger müssen immer noch achten, wenn sie die Fahrbahn überqueren. Ja, Herr Daui, schönen Dank für das Gespräch. Ja. Von der verkehrsberuhigten Zone hier. Ja, die ist ja nicht verkehrsberuhigt. Also wenn das was sein soll, dann muss es gesperrt werden. Alles andere ist Käse. Hier wird durchgebrettert, das ist eine wahre Pracht. Ja. Dass die jetzt mal langsam fahren, das ist doch wirklich eine Ausnahme. Wenn man sich hier mal nachmittags hinstellt, knallen voll. Ja, und was sagst du vom Verkehrsaufkommen? Ja, eine Menge her, Volumen her. Ich sag ja, es ist doch wirklich nicht verkehrsberuhigt. Verkehrsberuhigt heißt doch, dass eben wenig gefahren wird. Die wird doch voll durchgefahren. Ich habe auch noch nicht einmal gesehen, ja doch, nicht einmal ist übertrieben, aber wenig gesehen, dass die Autofahrer auch mal Rücksicht nehmen, wenn da Fußgänger rübergehen. Im Grunde pochen die auch wir recht und fahren durch.
darf ich Sie mal um Ihre Meinung fragen? Was halten Sie vom zentralen Omnibusbahnhof und von der Verkehrsberuhigung? Zentralen Omnibusbahnhof kann ich nicht viel halten. Der dient nicht der Verkehrsberuhigung, allein schon wegen die Fußgänger, die hier sind. Vor allem wegen der Pkw-Verkehr. Wenn das nur ein reiner für die Busse gewesen wäre, dann wäre das sinnvoller gewesen. Nicht den Pkw-Verkehr mit in die Fußgängerzone einbezogen. Wie ist es mit der Fahrgeschwindigkeit im Allgemeinen? Ja, die Fahrgeschwindigkeit die soll laut den Schildern ihr Schritttempo sein. Das ist auch teilweise gut eingehalten wird oder ziemlich eingehalten wird. Aber wenn man das sieht, was für Pkws hier durch draußen und draußen die Motorradfahrer, dann kann man immer nur. So recht da. Hier schlimmer ist die keine Straße. Die Fahrer, die Ecken wieder, ich weiß noch etwas zu retten. Damals, unsere Meinung, zum Teil die Meinung, die bei unserer Firma verbreitet war, das war die, den Omnibusbahnhof nicht hier, sondern hinten am Maiplatz, dann hätten wir den Umweg nicht fahren brauchen. Und dieser Umweg, der kostet im Jahr der MVG 35.000 Kilometer, wenn man nur 100 Meter zu tun hat. Ich bin auch da mit einer Verlagerung nach Maiplatz bin ich auch einverstanden. Ja. Das wäre auch sehr gut, aber ich sage noch einmal, es muss etwas geschehen, ich war damit. Stadt attraktiver wird, damit die Fußgängerzone belebt wird und dass jeder hier gerne in der Innenstadt lebt. Und nicht, dass meine Nachbarn sagen, nein, ich mache, du bist schlau, du hast dich da oben auf der Ranch nach Philipp Heiß begeben. Ja. Die haben das Geld nicht dafür, möchten auch raus. Also das möchte ich nicht hören, sondern ich möchte meine Kinder hören, wir möchten am Marktplatz wohnen bleiben, ja, das ist interessant. Und dann ist es schon richtig, was Fußgänger, sagen. Darf ich Sie mal nach Ihrer Meinung fragen? Bravo, scheiße. Was halten Sie vom zentralen Omnibusbahnhof von der Verkehrsberuhigung? Das ist gut. Aber vom Maiplatz Innenstadtsanierung? Auch gut. Aber das mit dem Schleichen, das ist auch blöd. Fahrgeschwindigkeit? Ja. Für die Busse zu langsam, die Pkws überholen so trotzdem. So blöd. Ne? Sollen sich dem Fußgänger anpassen, dann hat sich das. Ne? Ja. Aber das der Bus, der jetzt da durchschleicht, und die kriegen sie, die Fahrer. Ne? Und da sind 5, 6 Pkws hinter. Und sobald die jetzt hier in den Bereich reinkommen, dass es ein bisschen breiter wird, dann überholen sie. Dann werden sie überholen. Haben Sie einen Vorschlag, könnte man was verbessern, könnte man was verändern? Fußgängergerecht anpassen, fertig. Ne? Warte mal. Ja, darf ich dich mal nach deiner Meinung fragen? Ja. Wie kommst du zurecht hier in den Traumanlegungsbahn? Fußgängerzone. Bist du zufrieden damit? Hier komme ich zurecht. Ja. Hast du mal was beobachtet hinsichtlich Fahrgeschwindigkeit? Ja, ich habe selbst bezahlt. Hast du selbst bezahlt? Ich habe selbst bezahlt, 20 Mark. Ja, das ist sehr gut. Das ist gut, ja. Ja. Ich war zu schnell, war 25, 30 vielleicht. War es mittags, war kein Mensch auf der Straße, wurden dann gegangen, dann habe ich bezahlt. Aber man sagt, es ist verkehrsberuhigte Zone, ist berechtigt worden. Das ist was. Man muss einmal was anderes sehen, deswegen bezahlt habe. Ja. Man kann langsam fahren, ich meine, das passiert einmal. Nur ich habe dem gesagt, ich sage, wenn jeder Autofahrer nach 15 bis 18 Jahren einmal 20 Mal bezahlt, ich sage, da könnte nicht reich von werden. Der wusste nicht, was ich sagen wollte. Ja, schönen Dank. Jo.